So, damit wünsche ich euch, nee, wünsche ich euch, heiße ich euch, richtig, das andere Wort. Ach, hab's gleich. Heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege von Tom Clancy mit dem Draki. Ah, so, jetzt sitzt der Miet auch richtig. Ja, hallöle. Ich wollte Blitz nehmen. Hallöle, Mensch, ich oder wie? Ich nehme mal Glas und versuche mal durch die Scheiben durchzuschießen. Oh, ich nehme Blitz und will das machen, was ich letztes Mal so angemerkt habe, dass der mit seinem scheiß blöden Rotpunktvisier, sein scheiß blödes Rotpunktvisier nicht eingesetzt hat. Ah, das regt mich nämlich immer noch auf. Ja, du musst es ausrüsten und nutzt es dann nicht. Ich krieg grad Zahnweh. Du kriegst grad Zahnweh? Ja. Zahnst du, oder? Nee. Ach, schlimm? Ja, es geht. Ansonsten sagst du, dann pausieren wir. Geht's hier irgendwo runter? Ja. Ich bin tot. Wieder Rest vom Team. 10 Sekunden. Hä? Ich will dahin, auf den einen Wagen muss ich rauf. Sekunden, es gibt so mittig vor dem einen Flügel noch so einen Leiterwagen, wo eine kleine Arbeitsebene drauf ist. Von wo hast du mit das? Also quasi auf der anderen Seite? Nee, quasi genau hier. Mensch, Kraki läuft 1A, sind schon 2 tot. Der Laserpoint ist ganz schön ungenau. Headshot. Da ist aber noch mal einer drin. Leider nach. Liegt verletzt am Boden. Wo? Direkt vor dem Objekt im Flur. Direkt vor dem Objekt im Flur? Ach, das Objekt ist eins weiter hinten. Ich sehe euch nicht. That's unfortunate. Ja, 4 weiter hinten. Ach, ficken! Alles okay? Kacken Nadel reingelatscht. Ach, du kommst rein raus auf den Flur. Das, entweder ist er raus auf den Flur rauf oder ins Objekt rein. Hi. Wie hinter dir? Ja, danach. Das hat er nach hinten gegangen. Huch! Kannst du mir etwa irgendwie mal sagen, wo? Ja, warte, ich hab mal vorne. Im Objective drin. Ja, okay, da komme ich nicht hin. Ist. Um ehrlich zu sein, keiner. Ich komme zu euch. Du kommst zu uns. Ja. Kann dir nicht sagen, wo er ist, außer das ist unser Teammate. Ich habe nur 2 Kills, aber einen fast gekillt. Ich habe nur einen, weil du mir alle geklaut hast. Und die Twitch-Drohnen haben mir auch einen geklaut. Also, ich hätte nicht 3. Aber gut, ich verstehe, warum man den Laserpointer nicht direkt eingesetzt hat, weil er nicht hundertprozentig genau ist. Aber warum versucht das nicht wenigstens, ihn zu benutzen? Ich nehme mal Castle. Warum auch immer? Halt, warte, Spetsnaz brauche ich. Was ist denn hier Spetsnaz? Spetsnaz? Die Russen, die Roten. Kapkan und so. Kapkan, gut, nehme ich Kapkan. Wie funktioniert Kapkan? Der macht nur die Booby Traps an den Türen ran. Versucht die aber nicht unten als Stolperdraht zu setzen, sondern eher mittig auf Kopfhöhe. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen.
Ja, aber dann kannst du ja genug durchgehen, ist auch blöd. Warte, wir formieren den Weg hierher. Doch einfach hinten alles dicht. Tür abgesperrt! Ach so, machst du es dicht, okay. Eigentlich können wir bloß noch hier reinkommen, wenn sie nicht durch die Türen gehen. Und das Gute ist, weißt du, das Gute daran ist, du bist hier sicher. Ja, du bei dir vielleicht, aber ich bei mir nicht. Nein, nein, kein Glas. Ja, du bei dir vielleicht, aber ich bei mir nicht. Snipe doch keiner. Ich glaube, alle unten vorne rein, kann das sein? Ja, hinten kommen sie nicht rein. Wurde gespottet. Hinten ist alles dicht. Oh oh. Hab einen. Damit hat er nicht gerechnet. Och, wie? Was denn? Ja. Können nur vorne rein. Hinten kommen sie ja gar nicht rein. Oder von oben. Fühlen wir uns viel sicherer fühlen. Wenn die noch irgendwer unten beim Objective. Huch, Entschuldigung! Entschuldigung! Eigentlich noch irgendwer unten beim Objective? Nö. Aber wenn hier geschossen wird, sind die bestimmt alle hier. Ah, oh, der liegt auf dem. On the wing! On the left wing! Glass liegt auf dem linken Flügel. Ist Glass. Hier sind wir sicher, kein Glas! Zitat Takeus. Ich hab gesagt, wenn kein Glas ist, bist du unten am. Selbst wenn Glas da ist, bist du ja unten am sichersten, weil er dich ja von unten nicht erschießen kann. Ja, richtig, aber er lag halt auf dem Flügel. Das konnte ich ja nicht sehen. That was unfortunate. Aber schön ist, ich hab auch auf Glas geschossen. Das ist gut. Ach komm. Ach, Spätzenhass. Weil es so lustig war. Ey! Glass ist übrigens auch Spätznatz. Ja, eben! Weil es so lustig war. Natürlich, guck mal, wenn wir Pech haben, sitzen wir jetzt auch unten im Lagerraum, ne? Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Gut, jetzt wird zwar wieder oben spawnen. Gehst du runter? Und bleib ja. Ich oben. Na, hier oben ist nichts. Unten ist nichts. Aber ein. Muss oben sein. On the rear side of the plane. In the passenger deck. Bist du hinten, also oder? Nicht auf der Glass-Seite. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Nicht auf der Glass-Seite, ja. Ja, wobei, doch. 5 also, Sekunden. Wenn sie auf der anderen Seite stehen. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Angriffserlaubnis erteilt. Alter. Nicht dein Ernst. Entschuldige. Ich bin übrigens jetzt auf dem Flugzeug drauf, hier war ich noch nie. Oben drauf? Ja. Kannst dich beim Cockpit, glaube ich, reinspringen dann.
Nee, hinten kann ich nicht rein. Hinten kann ich reinfallen. Aber da ist halt nichts. Doch, hier sind Treppen. Geht's unten? Ich entschuldige mich viermals für meine Zuschauer, bei meinen Zuschauern. Nicht für meine Zuschauer. Oh, die sind vorne. Die sind ja gar nicht hinten. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Die sind da, wo du sie brauchst. Nee, bin auf der anderen Seite des Flugzeugs. Achso. Aber ich wechsle mal die Position. Kommst hier nicht durch. Fuck, ich komme auch nicht rein. Auf der Seite vom Flugzeug kannst du nicht hin. Wo sie sind. Sorry! Alter! Alter. Noch Punkte wegen Friendly Fire abgezogen, wenn die Penner mehr reinlatschen. Meiner! Pisser! Was? Sicher? Ja! Letzte Kill ist meiner! Na verdammt! Ich hab euch auch noch drauf geschossen. Cool! Wer ist denn erster? Bist du das etwa? Bin ich das etwa? Ah, Alter! Nicht dein Ernst! 6 zu 4. 6 zu 5, oder? 6 zu 4. 6 zu. Du hast auch keinen MVP gehabt. Doch. Heute. Nee, stimmt, ich habe noch keinen. Heute gemacht. Noch nicht. Es sind auch nur Vollidioten unterwegs. Gut, damit verabschieden. Du hast wenig. Du, das ist unfair. Was? Nichts, vergiss es. Und nichts zu sagen. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Hallo, ich meine lieben Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rainbow Six Siege mit dem Reed. Hi. Und wir sind heute mal als Castle unterwegs und es ist noch im Anschluss an die letzte Folge, das letzte Match, direkt. Ich bin Kapkan, ich bin Kapkan. Ja, bist du. Ja, ich weiß, habe ich ausgewählt. aber ich muss sagen, Glass, letzte Runde war... Ja, ist schon, hat schon gerockt. Hat gerockt, ne? Polizia. Glass hat gerockt. Macht aber wohl auch nicht überall Sinn, glaube ich. Ja, nicht auf jeder Map. Nee. Also ich glaube, auf der Moment. Map macht das Sinn. Es wird auf vielen Maps gespielt. Also wird eigentlich auf allen Maps gespielt. Ja, beim Flugzeug macht er auf jeden Fall Sinn. Ja. Okay, bei allen Maps, wo du von außen nach innen reinschießen kannst, kannst du hier zum Beispiel nicht. Ja, aber du kannst innen quer durchschießen. Also das ist hier dieses Erkennungsvisier, da bringt er halt schon was. Ja, okay, aber das kann. Sag mal, Bracky! Was? Scheiß Ernst! Das ist meine Wand. Warte mal, ich mach das weg. Warte, ich mach das weg. Nein, ist okay. Nicht zwei Traps an einen? Nee. Barrikade errichtet! Nur ein Kleid, lass mich durch, Alter Dracki, willst du da aber voll auf die Fresse geben?
Ja, ich warte einfach hier. Du stehst hier so schön, kann ich so wunderbar warten. Spoiler-Alarm, ich komme nicht von da. Ups. Weil die starten hier direkt gegenüber von hier. Ja, aber die kommen hier nicht rein. Ja, verdammt. Sie haben unsere Isha erwischt. So spannend. Ein bisschen schon, ja. Was habe ich denn hier alles gesichert? Räume, die gar nicht gesichert werden müssen. Oh. Twitch drone down. And I'm down. Das ist das eine Fenster nach außen. Ja, da stehen zwei. Oh Gott, voll durchgefused. Ist tot? Ja, ja. Ich hab von hinten den Fuse reingekriegt. Ich weiß aber nicht, wo da. Ach, da hat er durchgefused durch meinen Kessel. It's a bulletproof stair. Ist das so? Ja. Achtung. Du wirst sehen, da kommt keine einzige Kugel an. Siehst du? Da kam keine einzige Kugel an. Probieren wir mal Fuse, der müsste ja Spätznatz sein. Ich nehme mal Termitze. Ja, Fuse ist Spätznatz. Das rote ist Spätznatz. Also Glass, Kapkan, Fuse und. Ich bin jetzt übrigens Fuse mit Schild. Katschanka, Katonka, der mit der MG. Also dieser Stand-MG. Dem großer Hai. Dem. Da, wo wir waren. Haben wir? Und der Straße da oben, der Berg hinunter. Da, wo wir immer starten, komisch. Also, wir starten immer da. Ne, wir sind auch schon mal unten gestartet. Mensch, ist ja schnell. Auf den Hubschrauber geschossen. Warum? Warum nicht? Da habe ich gerade geclustert, hab da. Boah! Du hast ihn gekriegt, aber noch. Nee, der lebt noch. Nee, Nordl ist gestorben. Laut Killfeed. Okay. Laut Killfeed ist er gestorben. Okay. Ja, ich hab einen Kill. Okay. Weil bei mir stand er noch. Okay, in der Sekunde, wo er mich erschossen hat, hatte er noch so viel. Weil da waren ja noch Kugeln von mir unterwegs. Ich glaube, so wird das ja gewertet, oder? Die per DHL geschickt, aber warum haben die so lange gebraucht? Hermes. Ah. Dass sie überhaupt angekommen sind. Und ich bei mir auch. Jetzt ist so ein scheiß Google Home wieder angesprungen. Also ohne Scheiß. Amazon, Google, arbeitet mal an den Erkennungsmechanismen. Vor allem Google. Das ist echt schlimm. Weißt du, welcher Lieferservice letzte bei uns was geliefert hat?
DPD? Amazon Logistik. Oh, die sind gut. Nee. Nicht? Der letzte hat Sauhaufen in meinen Augen. Ja, die sind ja noch neu, die wären noch besser. Hier rechts von dir ist die Bombe, ne? Da hinter der Wand? Ja, reinfusen. Da reinfusen. Da fusst du rein. Fusen! Mit G. Ja, warte. G. Warte. Das ist das eine, das andere. Hier, das da drücken? Ja. Und dann das da. Übrigens, da kannst du auch durchfusen durch die Dinger von Kessel. Ja, hab ich vorhin schon gemacht, hab ich an die Kamera nicht kaputt gemacht. Nee, der Amazon Logistik hat bei uns geliefert, also Amazons hauseigener Lieferservice. Ich muss sagen, den letzten Affen. Da. Bei mir war ich übrigens letzte. Voll drauf. Bei mir, aus meiner Sicht nicht. Und ich war bei dir in der Sicht drinne. Ja, aus seiner Sicht hab ich direkt daneben geschossen. Ja. Weil der ich mache immer auf, laufe ja immer entgegen, dass sie nicht die ganzen zwei Etagen hochlaufen müssen. Und. Ach komm. Gehen wir mal. Wir mal Tatanka. Tatanka. Tschaschanka. Du kamst ihm entgegen? Komm ich ihm entgegen. Und dann guckt er mich an. So, ist das Paket für Sie? Sag ja. Also ist doch für die Frau. Draghi. Ich sag ja. Ich bin der Mann. Wohnen Sie bei ihr? Ich sag ja, ich bin der Mann, wir wohnen in derselben Wohnung. Ja, Gütertrennung, das ist nicht immer normal. Ne? Und dann steht bei Amazon auf der Seite, steht dann plötzlich drauf, übergeben an Hausbewohner. Solange die Hausbewohner sich nicht übergeben hat, eigenhändig ist alles so. Ne? Aber nee, das ist. Hat, ja, oder hier, Hermes, geliefert an andere anwesende Person. Briefkasten. An andere anwesende Person Briefkasten. Oh, ja. Das wird mein All-Time-Favorite bleiben. Oh, ich habe irgendwie ein Team-Gadget gerackt. Wobei, was wir neulich auch hatten, ich glaube, das habe ich aber schon mal erzählt, ist, dass ein Päckchen der Woche im Garten lag. Und wir das nur gefunden haben, weil bei mir beim Umzug hier oben eine Bierbank stand, weil ich einen Tisch gebraucht hatte, und wir die Bierbank runtergebracht haben und ich dann plötzlich im Garten so merke, warte mal, das Päckchen gehört nicht auf die Gartenbank. Päckchen genommen, aufgemacht, war der Zebra-Halter von meiner Mutter drin. Und mein Pulli. Auch nicht schlecht. Ja, weil ich finde das halt relativ lustig teilweise, also. Ich bin mir sicher. Wo ist denn hier der Container? Der ist hier. Das heißt, wenn ich hier. Juch! Hi. Denk dran, hinter dir könntest du aufmachen, ne? Direkt hinter mir? Ja. Können ja quasi durch die Firma halten. Ach, links von mir oder hinter mir? Die verstärkte Wand. Ah, okay, gut. Können die ja nur durch die Decke kommen? Ja, da hinten drin, in dem. Jetzt bei uns nicht. Da, oder? Hier nicht. Okay, da nicht. Hier nicht. Aber hier. Irgendwo. Nee, hier auch nicht. Das da warst du doch gerade. Gerade. Draußen. Achso, sag bitte, wenn du bei mir irgendwas siehst, also da wo ich vorher gerade eben war, in den Raum, weil da liegt C4. Okay. Also rechts von dir. Ich glaube, da wird gerade reingefusen. Jo. Ja. C4 ist futsch. Ja, das hat ziemlich Wumms gemacht. Auch wenn sie leider nicht auf Kopf fällt, die über dir ist.
Hier ist noch einer. Hey, irgendein anderer seilt sich gerade irgendwo hin ab. Can someone check the cameras? Irgendwo oben. Da, hier, hab markiert. Ah, okay. Nee, hier, bei mir. LOL, wie hast du den getroffen? Keine Ahnung. Hätte aber nicht gedacht, dass das schon draußen ist. Ich dachte, der ist noch drin. Ich bin einfach so rausgegangen. Okay, Glass macht ja hier keinen Sinn, haben wir festgestellt. Jackal kann aber auch einen. Ach, Jackal soll ja. Nee, Jackal nicht, ne? Ach komm, spielen wir einfach Jackal mit Sprengladung und gut ist. Wir sind halt einer weniger, das finde ich so ein bisschen scheiße. Ja, ist aber halt so. Müssen wir mit. Ja, können wir jetzt nichts machen. We can do it. Da, wo wir gerade waren. Ja. Where we were. In der Nähe. Ein Gegner hat sich übrigens noch nicht bewegt. 5 Sekunden. Ja, bei uns hat sich auch mal einer nicht bewegt, weil die rausgeflogen ist. Ah. Also der rausgeflogen ist. Gerade eben war nämlich so, dass. Wie soll ich sagen? Ich hab neben der Person gestanden und die lief auf der Stelle. Ah, ja, dann kommst du nicht weit, ne? Wo stehst du denn schon wieder hin? Einfach nur mal so. Für den kann man übrigens noch ein Zielfernrohr kaufen, für das Gewehr hier. Okay. Natürlich ist es ein bisschen blöd, just for the Lords einfach mal irgendwo raufzuschießen. Weil Munition ist ja begrenzt. Ach, weißt du was? Hier ist eine Wand. Mach mal auf, das Ding. Friendly fire. Ich lade mal nach. Na verdammt! Oh, Gott sei Dank hat sie mich getötet. Ich werde anderen gescheißbottet. Also entweder spielst du die Charakter falsch. Ich weiß, dass hier drin einer ist. Ja, führ's nochmal rein. Jetzt habe ich ein Gate Market. Ich werde aber die ganze Zeit gespottet. Mach auf. Einfach rein mit dir. Ich werde die ganze Zeit gespottet. Von wo? Ja, von draußen ist irgendwo eine Kamera. Na. Ich habe ihn gesehen. Na, schade, schade, schade.
Blöd ist, dass halt die Kevea noch lebt, ne? Ja. Yep. Das Gute ist, dass die mich nur gekillt hat. Sie hat mich das eigentlich nur verwundet gehabt. Rechts. Sie hat mich nur verwundet gehabt. Ach stimmt, ich kann die ja verhören. Ja, aber bringt ja nichts mehr, ist der letzte Charakter. Ja, aber Gott sei Dank. Das hat's mit mir Gott sei Dank nämlich nicht gemacht. Das hätte sie ja gewusst, wo ihr seid. Das hat sie bloß gemacht, um mal Punkte abzusagen. Na gut. Ja, dann verabschieden wir uns. Halbwegs gute Runde im Anschluss zu den anderen. Und dann sehen wir uns dann nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss.